Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der digitale Binnenmarkt braucht eine Struktur, mit der einerseits innovative kleinere Unternehmen und andererseits die Nutzerinnen vor der erdrückenden Dominanz der Monopole geschützt werden. Und es gibt diesbezüglich gute Nachrichten im vorliegenden Bericht. Schnellere rechtliche Verfahren bei Nichteinhaltung der Regeln durch die Konzerne, angemessen hohe Strafzahlungen und die Möglichkeit, strukturelle Eingriffe vorzunehmen, um die Marktmacht der Big Tech zu beschränken. Die Verbraucherinnen können sich zudem freuen über die Interoperabilität von Messengern und Social Media und können sich beim Surfen sicher sein, nicht durch sogenannte Dark Patterns, also unfaire Verwirrungstaktiken, in ein ungewolltes Datenabsaugen getrickst zu werden. Und zwei zentrale Kritikpunkte möchte ich dennoch an dieser Stelle benennen. Der DMA muss meiner Ansicht nach alle, nicht nur eine Handvoll von Monopolen auf dem digitalen Markt erfassen. Es spielt weder für die Wettbewerber noch für die Nutzerin eine Rolle, ob das Ausnutzen der eigenen Marktposition durch ein US-amerikanisches, chinesisches oder europäisches Unternehmen erfolgt. Es bleibt dabei, dass den Monopolen auf dem digitalen Markt der Stecker gezogen werden muss. Und da bleibt der Bericht leider hinter unseren Erwartungen zurück. Und zweitens, es braucht ein Verbot von personalisierter Werbung und ein Ende des Attention-Seeking-Business-Modells. Es muss endlich Schluss damit sein, immer mehr Müll, Hass und Gewalt in die Timeline zu spülen, damit die User länger auf der Plattform verweilen, damit deren sensible Daten kommerziell weiterverwendet werden können. Vielen Dank für die Zusammenarbeit und für Ihre Aufmerksamkeit.